Ja, er wollte, Adenauer wollte Erhard als Kanzler verhindern und hat ja den Etzel ins Gespräch gebracht, den damaligen Finanzminister, und hat auch nicht davor zurückgeschreckt, ihn öffentlich praktisch zu diffamieren in seiner Politikfähigkeit. Andererseits war der Erfolg Adenauers schon 49 wie 53 und erst recht 57 zu einem ganz beträchtlichen Teil auf die Wirtschaftspolitik Erhards, der als der Repräsentant des Wirtschaftswunders galt, seit er bei der Währungsreform wie heißt das, die Bezugsscheine, also die Zwangswirtschaft aufhob. Erhard hob die Zwangswirtschaft mit der Währungsreform, an der er mitwirkte, auf und hat damit eigentlich das Wirtschaftswunder mitbewirkt. Und seitdem galt er als ein in der ganzen Welt bewunderter Wirtschaftsfachmann. Das hat Adenauer natürlich genutzt. Also insofern waren sie ein gutes Gespann, aber er hat natürlich nie geduldet, dass der Erhard sozusagen als eine Nummer eins in der Politik gelten konnte, und hat ihn als Kanzler nun wirklich zu verhindern versucht, was breite Teile der Öffentlichkeit, ich als Zeitungskommentator übrigens auch, als äußerst ungerecht empfunden haben. Und auch die Fraktion hat ihn dann im Stich gelassen. Und er war nun auch ein Mann, der die Macht verloren hatte. Seine Macht fing von 59 an praktisch zu bröckeln, als er versuchte, Nachfolger von Theodor Heuss zu werden und das Grundgesetz so auslegen wollte, dass er quasi als neuer Bundespräsident und Nachfolger von Theodor Heuss das Kabinett mal zu sich bestellen und nur in seiner Gegenwart das Kabinett tragen könnte, was natürlich völlig verfassungswidrig gewesen wäre, worauf ihn der damalige Innenminister Schröder auch aufmerksam gemacht hatte. Also seine Macht war nicht mehr so stark und er konnte den Erhard nicht mehr verhindern. Aber man muss auch hier wieder ergänzend sagen, Erhard musste ja nach einem hervorragenden Wahlerfolg 1965, ich habe damals fürs ZDF schon mitkommentiert, war ein großer Wahlabend in der Beethovenhalle. Hatte ein besseres Wahlergebnis als Adenauer 1961 erzielt. Also ist mit einem großen Erfolg in das dritte Kanzlerjahr gegangen oder in das zweite Kanzlerjahr. Aber das bröckelte ab. Ich habe Erhard auch auf Auslandsreisen besucht. Zum Beispiel fällt mir ein, Schröder unternahm, sein Außenminister, erste tastende Versuche von der Hallstein-Doktrin. Das heißt also, alle Länder außer der Sowjetunion als Besatzungsmacht Deutschland, die die DDR anerkannten, sollten keine diplomatischen Beziehungen mit der Bundesrepublik aufnehmen dürfen. Und das erwies sich natürlich auf die Dauer als eine Selbstblockade. Und Außenminister Schröder versuchte in der Erhard-Regierung, Erhards Kanzlerschaft, vorsichtig durch Handelsmissionen mit Aufnahme von Gesprächen mit Rotchina, wie man damals sagte, das Terrain langsam vorzubereiten für eine andere Politik. Und da bin ich mit dem Erhard nach Washington gereist, wie etliche Journalisten auch, zu Johnson. Und der Erhard kommt aus dem Gespräch mit Johnson zurück und wir fragen ihn: Und was ist das jetzt? Da haben Sie jetzt grünes Licht für China? Und er sagt: Nein, nein, das ging nicht. Also der Johnson hat gesagt: Um Gottes Willen, Sie können doch hier unseren Erzfeind Rotchina nicht, können Sie doch nicht da, auch wenn Sie nur vorsichtig die Beziehung, also das wäre gegen die amerikanischen Interessen. Und er tat nichts, obwohl ihm Schröder, der Außenminister, gesagt hat, wie er argumentieren soll, in welcher Situation wir Deutsche sind und so weiter. Also er knickte sofort ein. Das ist für mich ein Schlüsselerlebnis gewesen, dass seine Politikfähigkeiten, ja, und damit vor allem auch seine Kanzlerfähigkeit nicht ausgeprägt genug war, um dieses Amt voll auszufüllen. Als es dann 66 kriselte, leicht kriselte, also heute würde man von einem Hauch von Krise im Ruhrgebiet sprechen, dann hat er also
ist er ausgeflippt richtig und hat die Krise nicht zu bewältigen vermocht. Übrigens habe ich damals mit ihm die erste Elefantenrunde gemacht. Also als er merkte, es kriselte, war er einverstanden. Ich hatte ihn natürlich oft eingeladen, aber dann hat er zugestimmt und die erste Elefantenrunde habe ich mit dem Kanzler und CDU-Vorsitzenden Erhard gemacht. Und hat da eigentlich auch eine ganz gute Figur gemacht, aber es konnte ihn nicht mehr retten. Er musste dann nach 3 Jahren, 66, von der eigenen Fraktion gestürzt, die Kanzlerschaft wieder abgeben. Aber in der Geschichte bleibt er erstens als ein Mann, dem weitgehend das Wirtschaftswunder mit zu verdanken ist und als ein Mann, der ein aufrechter, liberaler Demokrat war. Also die Bezeichnung guter Wirtschaftsminister, schwacher Kanzler, das trifft zu. Ja, muss ich aus meinem eigenen Erleben ausdrücklich bestätigen, obwohl ich damals auch 1963, weiß ich noch, in einem Leitartikel der Stuttgarter Zeitung mich für die Kanzlerschaft Erhard eingesetzt hatte. Was hat Sie dazu bewogen, sich damals für die Kanzlerschaft erstmal einzusetzen? Weil ich es als ein großes Unrecht Adenauers empfunden hatte, den Mann, der so viel Verdienste um das Nachkriegsdeutschland erworben hatte, so zu behandeln und so abzuqualifizieren.